Kunst ist wichtig für die Gesellschaft. Was Individuelles. Für mich Kunst ist mein Leben. Ich lebe seit ungefähr 20 Jahren in Deutschland. Und während dieser 20 Jahre habe ich viel verreist. Ich habe viele Museen besucht. Das ist ein großer Unterschied zu der Zeit, in der ich in China gelebt habe. Damals konnte ich viele Bilder nur als Abbildungen gucken. Als ich hier kam, plötzlich konnte ich die ganz Originalbilder sehen, das Bild genau betrachten. Das macht einen großen Unterschied für mich. Hauptsächlich male ich Öl auf Leinwand, von kleinem Format bis großem Format. Und neben Malerei mache ich auch Fotokunst. Durch das Schwimmenlernen habe ich das Wasser entdeckt. Für mich damals war eine neue Welt. Durch diese Reflexion des Lichtes habe ich etwas ganz besonderes Licht gesehen. Damals wollte ich dieses Gefühl auf Leinwand bringen. 7 bis 8 Jahre habe ich damit beschäftigt. Viele Ideen kamen während des Arbeitens, spontan. Wenn ich male, ich denke nicht unbedingt so viel. Ich konzentriere mich auf das Bild. Die ganze aktuelle Serie ist diese Painter's Portraits. Mit dieser Serie habe ich von 2016 bis dieses Jahr gearbeitet. Und diese Serie wurde auch in 2 Museen in Wiesbaden ausgezeichnet. Nach dieser Painter's Portrait wollte ich mit einer neuen Serie anfangen und auch mit neuer Technik. Diese Werkzeuge sind eigentlich für Handwerk gedacht. Das kann ich auch für Kunst verwenden. Ein neuer Weg, um neue Kunst zu schaffen.